Hallo Freunde, ihr seht im Hintergrund Fridolin. Wir kümmern uns heute mal so ein bisschen ums Äußere. Und zwar haben wir am T4 ja auch schon eine Markise verbaut. Das wollen wir jetzt hier auch ganz gerne machen. Da habe ich günstig eine Omnistor 5200 erstanden bei eBay Kleinanzeigen. Die ist jetzt allerdings 4,5 Meter lang. Das heißt, die reicht wirklich von hier vorne bis nach ganz hinten durch. Dafür habe ich mir jetzt Alu-Adapterplatten bestellt, bei eBay zugeschnitten. Und das Ganze versuche ich jetzt mal hier mit euch gemeinsam dran zu knobeln. So ganz bin ich mir noch nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert oder wie es genau funktioniert. Aber ich hoffe, wir kriegen das in diesem Video auf jeden Fall hin. Jetzt zeige ich euch jetzt allererstes mal die Markise mit noch eingepacktem Zubehör. Das habe ich jetzt allerdings schon ausgepackt. Wir gucken mal rüber. Hier könnt ihr die Markise ganz gut sehen. Wie gesagt, 4,5 Meter lang. Und hier ist das gesamte Zubehör mit Platten, mit meinen bestellten Adapterplatten. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das da oben ran geknobelt kriegen oder nicht. Einige von euch werden sich sicher fragen, warum jetzt die zusätzlichen Adapterplatten. Da ist ja eigentlich alles dabei bei der Markise. Und zwar ist es so, ich muss die Markise so hoch anbringen, dass sie in diesem Bereich sitzen wird. Und im vorderen Bereich ist das auf jeden Fall gar kein Problem. Da haben wir genug Platz durch den Alkoven. Aber im hinteren Bereich senkt sich das Dach ein bisschen ab. Und daher möchte ich jetzt quasi diese Adapterplatte hier hinsetzen, damit diese Kederschiene überbrückt ist. Und dann kommt erst der Markisenhalter da drauf. Das heißt, das müssen wir jetzt so in der Form anbringen. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Hängt und jetzt wollen wir das Ding natürlich auch mal in voller Pracht ausfahren und das möchte ich euch jetzt natürlich auch noch mal zeigen. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies. I just wanna know the truth. Do or die. Is it me or is it you? Is it you? Jetzt nach einiger Zeit Probe kann ich auch sagen, dass die Markise ganz genau das macht, was sie soll. Sie ist da, sie ist wunderbar schnell aufgebaut. Tatsächlich ist es sogar so, wenn es regnet, dass kaum, also quasi gar kein Regen durch diese kleine Litze hier durchkommt. Ich hätte gedacht, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen Wasserfluss haben und ich vielleicht oben drüber noch irgendwas machen muss. Aber bisher ist das auf gar keinen Fall der Fall. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit, muss ich ehrlich sagen. Auch mit der ganzen Konstruktion, wie ich das so umgesetzt habe, funktioniert echt super. Und ja, ein Riesenteil natürlich, kann nicht jeder bei sich anbauen, aber ich kann nur eine Markise empfehlen. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Seid ihr eher so Markisentyp oder Sonnensegeltyp oder einfach eben gar kein Segel und sich in die Sonne legen, bis man es nicht mehr aushält und dann ins Auto zu gehen oder eben irgendwie ins Wasser, wenn die Möglichkeit da ist.
In eins meiner letzten Videos habe ich euch hier die Rückfahrkamera vorgestellt, dass ich damit auch nicht ganz so zufrieden war, habt ihr, glaube ich, gemerkt. Habt ihr mir auch viele Tipps in die Kommentare geschrieben. Nun ist es so, dass ich Car Medien angeschrieben habe, weil ich deren Kamera gerne mal testen wollte. Warum? Hat mehrere Gründe. Und zwar habe ich euch ja gesagt, ich möchte oben kein größeres Loch reinbohren, damit ich die Cinch-Kabel da durchkriege und so weiter und so fort. Und das Ganze haben die versucht zu umgehen quasi. Das zeige ich euch aber gleich im Folgenden. Denn die Kamera darf ich heute testen und möchte euch das Ganze auch mal zeigen, ob das so funktioniert. Dann das nächste ist, dass dieser Winkel mir nicht reicht von der Kamera, weil wenn ich sie jetzt oben hinpacken würde, sehe ich quasi nichts. Und hier unten sehe ich halt wirklich nur das Unterste und das Nötigste. Es ist okay, aber es kann hoffentlich besser werden. Und was ich da jetzt genau benutze und was wir jetzt genau verbauen werden und warum, das zeige ich euch jetzt. So, was haben wir jetzt hier bekommen? Ganz klar nochmal von mir aus, das Teil musste ich nicht bezahlen. Das ist quasi für einen kleinen Produkttest hier, auch für euch, nicht nur für mich. Wenn das Ganze nicht so ausfallen sollte, wie ich mir das vorstelle, dann gebe ich sie auch auf jeden Fall zurück. Das ist eine Ultraweitwinkelkamera, die soll bis zu 210 Grad aufzeigen, hat also vertikal wie auch horizontal einen weiteren Winkel. Und ich erhoffe mir einfach, dass ich dadurch wirklich hinten alles sehen kann, weil ansonsten würde ich sogar fast drüber nachdenken, ob ich vielleicht zwei Kameras verbaue. Klingt ein bisschen übertrieben, aber für das große Ding, dass man einfach nach hinten was sehen kann, ich kann das Teil auch so einparken, so ist es nicht, aber ich finde es immer sehr viel angenehmer, wenn man was sehen kann. Also schauen wir jetzt erstmal, was hier drin ist und dann zeige ich euch auch die ein, zwei Vorteile, die ich in der Kamera hier sehe. Ja, mit den größten Vorteilen habe ich euch jetzt schon mehrmals mitgeteilt. Die 210 Grad, also angeblich, oder es ist halt eine Ultraweitwinkelkamera, das heißt, ihr könnt auch wirklich viel sehen. Der zweite Vorteil ist auf jeden Fall für mich hier dieser kleine Stecker. Und zwar muss die Durchführung, die ihr ins Dach macht, nicht so groß sein. Das heißt, ihr habt hier eine M8er Schraube, womit ihr die Kamera befestigen könnt, aber das Teil ist wirklich nur 4 mm im Durchmesser. Das sehe ich als klaren Vorteil, dass ich halt eben nicht so ein Riesenloch ins Dach machen muss, dass ich einmal Spannungsversorgung und einmal den Cinch-Stecker durchkriege. Das werden wir jetzt uns auf jeden Fall angucken. Bevor wir da natürlich ein Loch ins Dach machen, schauen wir erstmal, ob das Ganze das liefert, was ich gerne sehen möchte. Und dafür schließen wir die erstmal mit einer fliegenden Verdrahtung an. Wie ihr sehen könnt, ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben unseren Fahrrädern mal eine Hülle spendiert. Da oben kommt dann noch das Schild natürlich rein, wenn wir durch Europa fahren. Und die kleine Kamera tut wirklich genau das, was sie soll. Und wie ihr auch schon gesehen habt, habe ich sie doch nicht oben aufs Dach montiert, sondern es hat tatsächlich funktioniert, dass ich sie einfach hier unten an dem Fahrradträger befestigt habe. Genauso wie die andere auch. Nur die andere saß hier auf der Hinterseite. Und das Ganze ist genau das, was ich gesucht habe. Ihr habt es selber in den Ausschnitten gesehen. Mit der Kamera könnt ihr quasi alles sehen, egal wo ihr sie hinhängt. Also es ist wirklich schon genau das, was ich gesucht habe. Woran man sich ein bisschen gewöhnen muss, ist, dass das so einen kleinen Fischei-Effekt hat, dass das so eine Rundung hat. Dadurch kann man die Entfernung nicht ganz so gut einschätzen. Aber ich vermute, nach ein bisschen Übungszeit geht das auf jeden Fall klar. Die zweite Sache, die mir nicht ganz so gut gefällt, ist, die meisten Kameras, die bilden immer so ein kleines Viereck ab oder beziehungsweise verschiedene Striche, wie weit die Entfernung noch ist. Daran kann man sich dann so ein bisschen orientieren. Das hat diese Kamera hier leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Aber ansonsten macht sie genau das, was ich mir gewünscht habe. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative, um eben auch, wie man sieht, das zu verhindern, dass man oben durchs Dach bohren muss in irgendeiner Form, dass man sie anbringen kann, wo es denn auch so genehm ist, also wie es einem selber gefällt, und man sieht trotzdem alles. Also von mir aus definitiv eine Sache, die man sich angucken kann, wenn man da Interesse dran hat. Preislich ist sie natürlich etwas höher angesiedelt, vielleicht ändert sich das Ganze noch, aber es ist halt wahrscheinlich ein Einzelstück momentan auf dem Markt, daher können sie den Preis hier so anbieten, aber
Falls ihr Interesse habt, ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Ja, da habe ich so ein bisschen verdaddelt, ein Outro zu machen. Das mache ich jetzt einfach auf diesem Wege von hier aus. Und ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz herzlichst bedanken bei euch für das mega Feedback zum letzten Video, dass wir ja jetzt im LT wohnen. So krass. Ich hatte sogar ein bisschen Angst, dass es nicht ganz so gut ankommt, aber es ist ja unfassbar, wie gut es ankommt. Es sind so viele Fragen reingekommen und diese Fragen werde ich definitiv in einem gesonderten Video nochmal beantworten. Also auf jeden Fall dranbleiben, weil es eben doch so viele Fragen waren, die aufgekommen sind, dass ich gerne nochmal ein extra Video dazu machen möchte. Nun ist auch schon wieder eine kleine Zeit vergangen, wo ich das Ganze ein bisschen testen konnte. Wir sind ja jetzt täglich quasi im LT unterwegs und können das auch täglich testen. Deshalb kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, dass beide Dinge hier aus dem Video ganz hervorragend funktionieren, so wie die Markise, wie auch die Rückfahrkamera, machen wirklich was her. Und falls euch das ganze Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben oder schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt, wie ihr das seht, Markise oder Sonnensegel, hatte ich ja schon erwähnt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euer Feedback auch mal da lasst. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!